Lange Gesichter am Nachmittag in Rostock. Mal wieder ist der Traum von Olympia geplatzt. Denn Rostock wird sich mit Kiel und leider nicht mit Warnemünde um die Olympischen Spiele 2024 bewerben. Für Schwerin ist der Traum von einer Bundesgartenschau im Jahre 2025 ausgeträumt. Das Land wollte nämlich für eine Neuauflage kein Geld geben. Rostock aber könnte welches bekommen. In der Hansestadt denkt man schon ganz intensiv über eine Bewerbung nach. So eine Schau ist nämlich noch weitaus mehr als nur Blumen und Büsche. Es gibt dann auch Fördermittel für die Stadtentwicklung. Ich persönlich stelle mir natürlich vor, wenn wir den Zuschlag zu Buga bekommen, dann könnten wir uns auch 2019 bewerben um den Titel Kulturhauptstadt. Weil wir damit erneut Fördermittel generieren könnten, aber vor allen Dingen eines bewirken, weil es geht ja immer eher um Inhalte. Die Kulturhauptstädte Europas, da geht es bei dem Wettbewerb immer darum, eine besondere Region vorzustellen mit einer besonderen Kultur. 2019 bei der Bewerbung sind meines Wissens die Länder Deutschland und Slowenien vorgesehen. Und wir hätten dann das Kulturhauptstadtjahr auch 2025. Es wäre die einmalige Kombination von Buga und Kulturhauptstadt. Dies ist deshalb einmalig, weil es um spezielle Kulturen in Europa geht. Gärten, Kleingärten, Bundesgartenschauausstellungen sind etwas ganz spezifisch Deutsches. Das Gleiche mit den Stadttheatern. Sie sollen nach der jetzigen Planung im Jahr 2019 zum UNESCO-Kulturerbe, zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe erklärt werden. Das heißt, wir hätten 2025 eine Kombination aus einmalig typisch deutscher Gartenbaukunst plus einmalig Stadttheater, UNESCO, Kulturwelterbe. Das wäre 2025 möglich und es fließt noch viel Wasser die Warnow herunter, sodass man daran arbeiten kann, diesen Gedanken weiter zu verfolgen. Inzwischen greift er schon ein bisschen Raum. Selbst der Oberbürgermeister hat in der letzten Entscheidung zum Stadttheater dieses nochmal erwähnt. Gibt mir den Auftrag, auch mit Blick auf die Kulturhauptstadt. Und ich glaube, in einigen Köpfen hat sich dieser Gedanke schon ein bisschen eingenistet. Und wenn man daran weiterarbeitet, lohnt sich eine Bewerbung, sodass ich sagen würde, mit der Buga bekommen wir die Brücke nach Gilsdorf und mit einer Kulturhauptstadt würden wir den Theaterneubau auch weiter finanzieren können. Leider bleibt es immer.